Moin Leute, willkommen zu einem kleinen neuen Video. Und wir sind fast Ende des Jahres, 28.12. Und ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken für die wunderschöne Unterstützung meines YouTube-Kanals. Danke dafür, dass wir dieses Jahr eigentlich schon sehr viele gute Abonnenten erreicht haben. Gut, wir machen jetzt schon seit fast einem ganzen Jahr rum. Seit circa einem Jahr und einem Monat und einem Tag schon. Ich möchte mich darüber echt bedanken für die 6463 Aufrufe. Gut, es sind 34 Abonnenten, aber wenigstens weiß ich, muss ich echt mal sagen. Danke dafür für die wunderschöne Unterstützung auch, dass wir sowas erreicht haben, wirklich in einem Jahr. Also besser wie halt jetzt 3 Jahre zum Beispiel. Und ja, sehr, sehr Dank auch und auch wunderschön an diese Aufrufe hier, dass es euch auch wirklich interessiert hat, um was da geht. Zum Beispiel hier mit Goodie Call. Und auch den ETS Test Drug Scanner erstellen. Danke auch dafür, dass es euch wirklich interessiert, welche Videos halt ich mache. Gut, 52 Aufrufe ist jetzt nicht der Knaller oder der Burner quasi so gesehen, ne? Aber ich meine, es ist halt schön, dass ich erkenne, dass meine Videos halt schon ein bisschen Interesse zeigen halt. Finde ich echt sehr, sehr schön. Danke auch. Und ja, Grüße gehen raus an XX Night Raider 95XX. Dass er auch mich ein bisschen unterstützt und wir ein bisschen rumraut ab und zu und ein bisschen quatschen und sowas. Und also ich muss echt mal sagen, danke wirklich, dass wir sowas in einem Jahr geschafft haben, ist eigentlich nicht mehr so unakzeptabel. Was ich hier schaffe, zwar mehr, aber mich interessiert eigentlich nicht, was andere schaffen. Also eigentlich denke ich mir nur, ich mache es aus Spaßgründen, weil ich mache es nur aus Spaßgründen und ich mache es nicht aus, ich will Geld, ich will Geld, ich will Abos, ich will Abos. Nein, ich mache es einfach nur, um Spaß zu haben auf YouTube und auch vielleicht ein paar Menschen zu helfen oder auch ein paar Videos zu machen oder sowas. Gut, ein paar Interessen will ich ja schon erwecken, hier mit den Mod-Vorstellungen von ETS zum Beispiel oder auch mit den Tutorials, dass ihr hier wisst, aha, das muss ich da machen und das muss ich jenes machen und was kann ich hier machen und dies und das. Also echt mal sehr, sehr Dank auch wirklich an die, die muss auch wirklich aus Hilfe anschauen oder auch, weil sie denken, oh, das ist cool, das gefällt mir, das schaue ich jetzt erstmal an, wie hier auch das ETS-Konvoi, wo ich letztens gefahren bin vor 3 Monaten mit ein paar Kollegen, mit denen haben wir immer noch Kontakt und ja, es ist echt, echt schön, danke auch und an der Stelle gehen auch Grüße raus an DKTV Twitch, mit dem wir dieses Konvoi übrigens gefahren sind, alle Sachen ist noch mal bei dem Video unten in der Beschreibung. Also echt sehr, sehr schön gut, das Video finde ich jetzt auch ein bisschen unakzeptabel, die zwei, aber naja. Was ich halt sehr gut finde, ist, wenn ich jetzt euch erwecke, zum Beispiel jetzt hier mit den Videos, wie man die Videos am Handy schneidet und dann Review zum Beispiel über Minecraft Pocket Edition, gut ist das Pocket Edition, aber habt ihr halt was, oder hier diese 5 Apps, die euer Leben vereinfachen oder halt allgemein was, oder hier Minecraft Server oder auch ein paar Pranks oder sowas, also halt quasi. Ich war schon in der Art sowas und schaue mir halt aktuelle Videos auch an. Was gefällt euch so? Was schaut ihr so an? Oder machen wir auch mal so ein Tutorial oder dies oder Infovideos oder wer mag zum Beispiel hier so ein PC-Building Simulator oder wer mag so ein Projekt zum Zocken oder dies oder das halt. Also vor 9 Monaten haben wir 30 Abonnenten geknackt und haben auch dann wieder 29 Abonnenten gehabt, hatten auch über 30 und jetzt haben wir 34 Abonnenten. Also ich muss sagen, sehr, sehr schön. Also mir gefällt echt YouTube irgendwie schon, also gesehen. Schaut hier, ich habe hier ein Tutorial rausgekommen, kostenlos Promos und vereinfacht downloaden. Diese Seite gibt es jetzt nicht mehr. Die müsst ihr auf promos.com runterladen. Also, ja, also, was soll ich denn dazu so großes sagen? Ich finde es einfach nur schön, wie viele Menschen wirklich jetzt meinen YouTube-Kanal anschauen, wenn ich jetzt die alten Videos von letztens hochhebe, meine ältesten, ne? Wenn ich jetzt meine ältesten Videos angucke, Gott, ich hatte glaube ich 5 Aufrufe drauf. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufrufe ich auf dem ersten Video drauf hatte. Weil ich glaube, genau hier 75 Aufrufe war eigentlich nicht mehr so schlecht. Cool, dann hat es wieder aufgehört. Hier alles vor einem Jahr. Das war genau vor einem Jahr, habe ich das gemacht, ne? Also von dem her gesehen fand ich es eigentlich schon ganz nice. Jetzt hatte ich auch noch ein bisschen mehr Kontakt zu GameGameLP. Gut, hat sich jetzt auch wieder ein bisschen stillgelegt. Aber eigentlich geht es natürlich auch wieder ganz voran. Hier ist MegaConvoi zum Beispiel. Das war letztes Jahr, am 30.12. ist er nichts mehr geworden, ich weiß es nicht, ich bin mir echt nicht sicher. Wenn ihr was wisst, dann schreibt es am besten in die Kommentare. Hier habe ich dann wieder noch gestreamt, ein bisschen FAQ, also keine Ahnung, was du überhaupt noch machst, ich weiß gar nicht, bei FAQ, ich weiß nicht mehr. Hier hatten wir dann nochmal Livestream mit Far Cry 4, hatten wir mal Videos gucken live, hier hatten wir nochmal einen Livestream von Far Cry 4.
Dann hatten wir nochmal, reden wir kommen einen Film, wo ich an den Film draußen machen wollte, bei Minecraft oder ETS, ich bin gar nicht mehr sicher, ich glaube ETS war das, mit ein paar Kollegen. Dann hier war so ein Gaming-Wunsch von Tokinator 55. Dann hatten wir Draw My Life vom 27.11., also von YouTube Anfang, bis zum 21.01. hatten wir dann das. Dann hatten wir Minecraft Live, wo nicht funktioniert hat. Das war auch ein bisschen lustig, finde ich jetzt. Dann hatten wir den Bus 2012 mit Lenkrad und Facecam. Fand ich auch ein bisschen lustig, weil es ging auch nicht. Und dann hatten wir ETS2 auch mit Lenkrad. Müsste nämlich auch gegangen sein, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Dann hatten wir Test Drive, das hat sehr funktioniert. Mit ein paar Lecks. Ich fand es irgendwie lustig. Dann hatten wir, ich pushe euch live. Das war eigentlich auch genau so eine Sache, denke ich mir, warum eigentlich nicht, warum pusht man nicht eigentlich andere YouTuber? Ich verstehe es nicht. Also, ja, ne? Dann hatten wir alle Infos für Streams. Dann hatten wir meine Webseite, die ist auch schon wieder, glaube ich, habe ich gleich schon wieder gelöscht, keine Ahnung. Dann hatten wir kostenloses Store für alle Android-Nutzer, der ASD Market. Der war mal wieder auch eine Sache, die hat mich echt lange beschäftigt, auch selber in meiner privaten Gegend. Und dann hatten wir auch GTA 6 schon mal. Aber das war vor 10 Monaten, Leute. Wenn ich jetzt GTA 6 in Google eingebe, dann kommt einfach so viel Müll raus, wo es wirklich hier vor 11 Monaten noch nicht mal gegeben, vor 10 Monaten noch nicht mal gegeben hat, Leute. Wenn ich jetzt hier GTA 6 eingebe, hier gibt's schon alle Gerüchte, alle dies, alles das, alle hier ist alles ehrlich. Hier gibt's auch schon GTA 6. Hier gibt's die größten originalen Sachen, wo es sie noch gar nicht gegeben hat. Hier steht schon sehr GTA 5. Vor 10 Monaten hat es die Kacke noch gar nicht gegeben. Vor 10 Monaten hat es die Kacke noch gar nicht gegeben. Dann hatten wir hier noch kommentiert mit Hashtag ETS, weil Treffen, wenn ihr treffen sie wollt. Haben wir natürlich auch ein Treffen gemacht. Gut, war klar, ne? Dann hatten wir hier, welche Videos soll ich machen? Kommentiert mit Hashtags, ne? Ist ja auch vor 10 Monaten, aber kein Schwein hat kommentiert. Nur ne, geil. Ich glaube, ich bin das mehr. Dann hatten wir hier ein 111 Operator Gameplay über diese Menschen. Hat eigentlich auch ein bisschen Spaß gemacht. Jetzt gibt es auch für Handys, also für Android und iPhone, aber kostet auch wieder 5 Euro oder sowas. Keine Ahnung, habe ich auch keinen Bock mehr dazu gehabt, mir das irgendwie zu kaufen oder sowas. Ich finde es halt am PC ein bisschen übersichtlich und alles. Und hat auch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Dann hatten wir die Mausverstellung von Mercedes-Benz Viano. Hat auch wieder Spaß gemacht, da mal mit diesem Viano mitzufahren. Bei der 1.25 und 1.26, glaube ich, war das. Ich bin mir nicht mehr sicher. Dann hatten wir auf dem gleichen Monat darauf nochmal die paar Mods mit TSM unterwegs. Wollte ich gestern auch ein Video laden, also am 27. Aber das wir dann war, hatten wir aber wieder nicht mitgespielt, also konnten wir es dann vergessen. Ne? Dann hatten wir Tutorial, Hashtag 006, kostenlos pro Mods und vereinfacht. Das Video ist eigentlich schon wieder abgelaufen. Könnte ich eigentlich löschen, weil das Video gibt es eigentlich nicht mehr, weil das Ding ist auch nicht mehr. Dann hatten wir ATS, blöde LKWs, glaube ich, ne, blöde Anhänger, wäre das sogar genau, da war das mit der Wiederholung drin, das fällt mir sogar jetzt noch rein. Das war ein bisschen lustig. Dann hatten wir nicht Lachen Challenge, Teil 1. Dann hatten wir, wie wir bearbeiten, das war ein Livestream sogar, das weiß ich jetzt noch, dass es das ein Livestream war, warum auch immer, ich weiß nicht mehr. Dann hatten wir Vlog oder den als mein Idol oder wie mache ich meine Videos. Das fand ich auch irgendwie so ein Tutorial-Video oder so ein Vlog-Video, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Wo ich echt mal aus meinem Leben erzählt habe, warum ist denn noch mein Idol, wie mache ich meine Videos, wie mache ich jenes, wie mache ich selber, wie mache ich das, wie mache ich jenes. Das fand ich jetzt echt mal eine Sache, die hat mich echt mal ziemlich beschäftigt. Aber jetzt irgendwie nicht mehr, weil alle sagen, den danach mache, Cell nachmache, dies nachmache. Ich denke einfach nur, er ist ein Idol, und wenn es mein Idol ist und der Name noch nicht vergeben ist, dann mache ich es einfach, weil. Wenn er mein Idol ist, was soll ich sonst machen? Soll ich dann hinschreiben auf YouTube-Kanal, den lass mir Idol oder was? Nein. Also, deswegen habe ich auch hier genannt, weil den lass mir Idol und deswegen. Dann hatten wir von irgendwo nochmal nicht lachen, Teil 2. Hatten wir aber irgendwann gleich mal nochmal mit ein paar weniger Aufrufen, aber dafür war es einigermaßen ganz okay, ne? Dann hatten wir extra Vlog, meine Fans XD. Ich glaube, ich kenne den Vlog gar nicht mehr, weil ich mir den schon gar nicht mehr angeschaut habe. Dann hatten wir nochmal ein Video mit Modern Combat 5 oder Combat 5, keine Ahnung mehr. Dann hatten wir darauf nochmal einen Vlog mit neuem Intro. Der ähnelt aber ganz leicht wieder dem Dena-Intro. Gut, hat jetzt auch nicht so weit gebracht, aber war hat mal so versucht, ne? Dann hatten wir bestes Gameplay, Super Mario Run on Android. Das fand ich jetzt auch mal wieder so ein Game. Das beschäftigt sich jetzt noch damit jeder mit Super Mario Run. Also jeder eigentlich, der wohl denkt, wo aus den 80ern und 90ern kommt und denkt sich so, geil, ich habe Super Mario, ich zeig's auf dem Android-Gerät oder auf dem Tablet oder auf dem iOS oder auf dem
Mac, wenn es überhaupt da gibt, ich weiß nicht. Das ist halt das beschäftigt die Menschheit. Oder kurze Infos, willst du auch etwas schreiben? On die Kommentare, da habe ich den Rechtschreib wieder gemacht, fällt mir ist das so auf. Das war dann wieder das, wo du denkst, komm, dreh mal nach dem schönen Video und lässt es direkt mit der Flat hoch, ne? Das war jetzt irgendwie schon so ein Ding, wo du denkst, komm, let's make it, ne? Dann hatten wir eine Verlosung von einem Teamspeak 3-Star mit Konsole, wo es dann auch hieß, hä, welche Konsole bekomme ich jetzt? PS3, PS4 oder sowas? Aber es ging halt eher gesagt um die Konsole des Teamspeak-Servers, sprich zum Starten und Bannen und so und Zeigen und dies und das. Mit noch einer Free TS, weil wenn die jetzt hier eingeben, Free TS3 Server, da habe ich mir früher mal meinen Teamspeak-Server geholt, bis ich, ja, bis ich wirklich meine Kumpels gefragt habe, du. Du hast einen V-Server, kannst du mir mal vielleicht ein oder zwei Teamspeak-Server geben? Ist ja nichts dabei, jetzt zeige ich ja nicht viel, aber. Ja, ne? Dann kamen wir mit den 30 Abos schon mal in Richtung höher, in Richtung 100, ne? In Richtung 30. Wie lässt sich die ganze Playlist runter? Dann kamen wir wieder auf Super Mario, wo wir hier schon mal hatten, als Livestream. Der ging schon mal runter, wieder 40 Minuten mit 6 Aufrufe. War aber wiederum darum, wie ist das Spiel aufgebaut? Macht das Spiel auch wirklich Spaß? Und dies und das und dies und das, weißt du? Das ist ja wieder das. Dann hatten wir nochmal den zweiten, dem ist glaube ich einen Tag später gekommen, oder eine Woche, ich weiß gar nicht mehr. Dann hatten wir schon immer ein Video, aber ich weiß nicht mehr, welches Programm das war. Das war noch Movie Maker oder sowas. Mache ich jetzt aber auch nochmal. Oder ich mache halt gar keins. Das ist also kein Stein oder sowas. Dann hatten wir hier ein Let's Play mit PC Bowling Simulator, mit Gaming-PCs und sowas. War auch eine hellere Sache. Ist halt ein bisschen langweilig geworden, aber sonst passt es auch. Dann hatten wir unser erstes Tutorial. Wie mache ich einen Musikbot selber hosten oder online zu setzen? Das wäre jetzt wieder so eine Sache, wo ich mir dachte, ey, jeder hat jetzt einen V-Server. Warum machst du keinen V-Server? Das ist wieder eine Sache, wo du denkst, wo soll ich das Geld hernehmen? Wo soll ich das Geld denn hernehmen? Dann hatten wir das Minecraft-Projekt hier mit den Tausenden von Videos bis hier, bis zu 4. Hast du auch wieder aufgehört. Dann hatten wir hier, was könnte drankommen? Verlosung mit dem T-Speed-3-Server. Dann hatten wir hier das neue Tutorial. Mario Run hatten wir hier, noch 5 Leben hatten wir da. Dann hatten wir die Minecraft-Server-Info mit Minecraft-Server, dies und das und jedes und Zell. Dann hatten wir hier Tutorial NDS-Spieler PC, also sprich mit Super Mario und dies und das. Dann hatten wir ein Info-Video, warum im Moment nicht so viel kommt. Dann hatten wir einen TS3-Server, der ist ja auch schon wieder weg und wie auch immer, ich so also, keine Ahnung. Dann hatten wir mal wieder PES 2017. Das fand ich jetzt eines der aktuellsten bis jetzt. Das war nämlich dieses Jahr im Sommer, das fand ich sogar noch. Dann waren wir in der Tschechei, da hatte ich dann dieses Video gedreht. Was ist das denn, dies und das? Dann hatten wir nach dem Streaming-Abend, das war sich auch noch. Das war echt mein cooles Erlebnis hier. Auf YouTube, vor allem dieses Jahr 2016 oder 2017, hat mich auch schwer beschäftigt. Dann hatten wir nämlich dieses neue Intro und dieses neue Outro, wo ich im Moment auch nicht mehr benutze. Dann hatten wir das Tutorial, wie ich das gemacht habe. Dann hatten wir einfach nochmal zum Intro und dies und das und sowas. Dann hatten wir die Goodie Call App Vorstellung, das hatte ich sogar noch, das war sogar bei mir auf dem Balkon noch, das weiß ich sogar echt safe noch, wo ich dann auch das geschnitten habe und wirklich noch inspiriert war, wirklich von YouTube und wo ich dann auch dachte, komm, das musst du jetzt machen, das macht echt Spaß, diese App und dies und das und sowas. Und bis jetzt habe ich die App gelöscht. Naja, aber also einfach, weil ich dann erste mit diesen Telefonaten schaffst du es, keine Amazon-Karte zu bekommen. Man schafft es einfach nicht, aber. Ich habe es echt geschafft, aber ich habe die Kommentare wirklich gelöscht, weil sie wirklich Spam waren. Hier ist mein Code, dies und das und jedes und selben und löst es doch ein und dies und das. Und dann habe ich geschrieben, nee, ich habe die App nicht mehr, fertig ist. Ich habe die ganzen Kommentare von diesem Video nur gelöscht, weil wirklich gut 1,5000 Aufrufe kann man jetzt nicht zergeben, meckern, nein. Aber warum diese Kommentare, hey, hier ist mein Code, bla 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 und dies und das und das kannst du noch einlösen und mach doch mal ein Video darüber, wie du Amazon-Karte einlöst und dies und das. Bis jetzt dachte ich nur, dass das eine Verarsche ist, aber. Wenn ich diese Codes so anschaue, ich habe sie gar nicht mehr drauf, aber ja. Dann kamen wir zum nächsten Stream, der war mal echt in die Hose geschissen, der war Chill-Stream, das war glaube ich 20 Minuten, Sekunden oder was das war. Dann hatten wir hier diese YouTube-E-Mail-Adresse, wie, wo, was, warum YouTube, ne? Hier, warum YouTube, warum? Dann hatten wir das erste Let's Play oder
Gameplay von YouTubers live. Lernen, lernen, lernen. Das fand ich auch noch. Das fand ich echt ein aktuelles Game. Wirklich. Wo es wirklich darüber gegangen ist. Komm, lass mal YouTuber selber nachspielen, dies und das. Danach hatten wir wirklich diese. Wirklich dieses Minecraft-Server-Vorstellung. Die suchten dich jetzt bewerben mit dem Free-Minecraft-Server. Das weiß ich noch. Das war echt ein bisschen lustig, ne? Dann hatten wir diese Sonderassistenten, die ich echt immer noch nutze. Das war mir echt eine tolle Hilfe, das nutze ich echt immer noch. Danach können wir gestern einen kleinen Facegame-Abend, Stream, was weiß ich, was wir da gemacht haben, keine Ahnung. Dann hatten wir ein Hitman-Gameplay, auch mit ein paar Spielen, also ich glaube, zwar sogar eine Videoreihe, glaube ich, sogar mit zwei Videos. Danach hatten wir die Prank-Challenge mit einem Kollegen von mir, wie gesagt, ja, Kollege von mir, ne, ja. Danach hatten wir den Minecraft 1.8-Server mit Download und Tutorial zu. Was aber kein Tutorial mehr geworden ist, warum auch immer nicht, keine Ahnung. Danach hatten wir die erste Bully-Reihe mit Bully. Erstmal den Stream-Effekt rausgehauen, danach die Gameplay und danach die zwei Videos dazu. Also sehr, sehr nice, war es auf jeden Fall mal. Dann hatten wir hier nach dem Stream von Bully. Dann kam ja, glaube ich, das da. Dann kam das da, genau, so rum, genau. Dann hatten wir Vlog für zwei Wochen vorne, da war ich im BFZ eine Runde. Dann hatten wir Bully-Gameplay, Bully. Dann hatten wir die Top 5 Apps, die euer Leben vereinfachen werden. Dann hatten wir den Info-Vlog auch nochmal, glaube ich, im BFZ. Ich weiß nicht mehr, das war, glaube ich, schon. Mit 40 Grad sind. Das habe ich echt erlebt. Ich habe sogar noch ein Bild davon, wo 40 Grad war. Also, das war echt krass. Ne? Das hat mir immer noch niemals. Das war kaputt. Oder irgendwas. Dann hatten wir die Exe erstellen und wie man eine Mannschaft erstellt. Beides zusammen für 20 Minuten. War auch mal ein geiles Video, ne? Wo auch genug keine gejuckt hat, ne? Dann hatten wir den kleinen Wochenend-Vlog. Der müsste dann, glaube ich, gewesen sein. Wie nach Hause, glaube ich, nur keine Ahnung. Dann hatten wir im BFZ-Vlog die NIT-Forum-Party, die war aber wiederum im BFZ, also nicht im BFZ drin selber, sondern in der BFZ-Zeit vom 19.06. bis 30.06. war das die NIT-Forum-Party. Danach hatten wir den Stream bis 21.15. Das müsste dann, glaube ich, wieder gewesen sein in der Schulzeit oder so, ich habe keine Ahnung mehr. Dann hatten wir den Truck-Skin für ETS erstellen, der kam aber auch relativ gut an. Dann kam ein kalter Vlog, dass es kalt war. Dann kam die Direction auf die Hexe, die wo steht im Wald war, was ich aber bis jetzt immer noch nicht irgendwie glauben kann oder was auch immer. Dann hatten wir YouTube prankt, wegen diesen Ausblenden von Abonnenten und sowas, ließen das. Danach hatten wir die virtuelle Festplatte erstellt. Hatten wir Clash Royale, das weiß ich sogar immer noch, ne? Dann hatten wir hier Minecraft, ich probiere jetzt mal ein bisschen mehr. Dann hatten wir hier Clash Royale. Hatten wir hier nochmal, da hatten wir nochmal Clash Royale, dann hatten wir den Speed 3 Server Aufbau, nochmal Aufbau, Uno, das war auch mal wieder so eine heitere Sache, ne? Dann hatten wir eine Runde ETS 2 mit dem Fever Frost DLC, alle 23:30 Live-Verkündigung, das hatten wir wieder in Ferien. Dann hatten wir wieder Revi reagiert auf Distrack, dann hatten wir Lisa und Lena wieder, ne? Das war wieder so eine heitere Sache mit Gema und dies und das. Dann hatten wir Tutorials, Party versorgt in 19 Sekunden, mache ich jetzt immer noch und ist nicht illegal. Steht auch offiziell in der Software drin, die wo ich verlinkt habe, ist nicht illegal. Wenn der Film darauf ist, ne? Dann hatten wir daraufhin alles 18 live am Mobile-Handy, also am Android. Dann hatten wir vielleicht der 13. mit Patrick, mit einem Kollegen von mir. Wurde auch wieder gesagt, scheiß Grafik, ey, dies und jenes und sel, aber man kann das Game einfach nicht auf PC auch nicht, man kann das aber nicht. Dann hatten wir GLP of the Gamescom. Das war mal wieder so ein Erlebnis, da dachte ich mir auch so, tschüss, ne? Die Kommentare. Dann hatten wir Minecraft Plugins übersetzen. Das war auch eins der Themen, die einfach jeden ansprechen sollte. Jeden Serverinhaber, jeden V-Serverinhaber, der mal Minecraft spielen möchte, den soll das eigentlich betreffen, wie ich Plugins übersetze, falls die noch nicht gewusst haben. Darauf hatten wir dann, wie mache ich ein gutes Thumbnail? Da habe ich dann wieder das hier angesprochen, mit dem Schrägsatz und dies und das, in das und das und so. Danach hatte ich vor 3 Monaten das erste Konvoi wirklich, mit, wo man wirklich zu dritt war oder zu viert war. Wo es keinen Scheiß gab, wo du wirklich Spaß hatten konntest, dich bedanken konntest auch und immer noch Kontakt hast zu denen, wo es auch gestellt haben und gefahren sind. Dann hatten wir die erste Runde LBW, Lucky Bad Wars, genau, auf dem Cave-Server. Dann hatten wir noch eine Fasche 3D, auch ein Livestream müsste das gewesen sein, genau, sehe ich irgendwann Livestream. Dann hatten wir die Samsung-Entwickler-Optionen freischalten und deaktivieren, ist auch alles eigentlich Sachen, die man denkt, ich schätze mal frei. Aber wie schlicht wieder zurück, dass sie nicht mehr da sind? Das ist auch wieder so eine Sache, wo man denkt, brauche ich das wirklich? Aber man braucht es eigentlich, weil wenn man es nicht mehr braucht, die Entwicklungsoption, könnt ihr sie wieder deaktivieren. Und so könnte man es halt deaktivieren. Und dann waren wir auf Fredsburg in Hulk unterwegs, warum es nicht gegangen ist und dies und das.
Das war wieder so eine Sache, wo ich mir denke, wenn ich kein GTA aufnehmen kann, warum zu Gottes Willen soll ich dann so ein Video machen? Oder gehe ich davon aus, dass ich mal Bilder mache, wie es danach wieder ausschaut, weil ich könnte ja kein GTA aufnehmen, weil mir das echt zu viele RAM und Gigahertz und dies und das und so alles wegnimmt. Danach hatten wir wieder PES 2018. Da habe ich dann, glaube ich, das auch das gemacht, ich weiß es nicht. Dann hatten wir TDUI erstmal, das war das erste Rennen mit dem Audi, wo wir dann auch den Audi Blau hatten, ne? Wo ich jetzt immer noch habe. Also sogar das zweite Auto habe, wo ich auch beim Verunglück dieses verdammte Video holen wollte. Obwohl er diese verdammte Internet nicht mitgespielt hat. Und es wieder einfach immer noch nicht mehr von der Festplatte ist. Aber ich dafür immer noch weiter bin. Dann hatten wir den Stream, aber den Feiertag, das ging dann 50 Sekunden lang oder was auch ich, warum auch immer, ich habe keine Ahnung, weil ich dann gleich keinen Bock mehr hatte und diese Scheiße noch nicht gegangen ist. Ne? Dann kommen wir auch schon zum letzten Video. Es war dann FC Barcelona gegen London FC, obwohl ich auch immer ein bisschen Spaß hatte, ne? Und am Faulen und dies, das war und sowas. Gut, ich nehme jetzt diese Videos auch nur ab und zu auf, wenn ich jetzt Lust habe. Aber ich nehme jetzt nicht jeden Tag auf, sag mir so, ja, lass dich hoch, lass dich hoch, lass dich hoch, lass dich hoch. Das geht einfach nicht, weil ich habe Schule, ich habe Ferien, ich habe Familie, ich habe dies, ich habe das, ich habe jedes und sel. Ich bin nicht ein YouTuber, der sagt, ich nehme jetzt mal den ganzen Tag lang Videos auf oder dies und das oder dies und das. Weil ich war jetzt auf irgendeinem Kanal, ich weiß nicht mehr, welches das war. Ich glaube auf Revi, keine Ahnung, ich glaube auf Revi, keine Ahnung mehr. Die hatten den kompletten Tag von der Stunde, von der Stunde, von der Stunde, von der Stunde, von Tag, von Tag, von Tag, von Tag. Ich bin einfach nicht so ein YouTuber, der sagt, ja, ich lade jetzt dies, ich lade jetzt das, ich lade jetzt dies, ich lade jetzt das, ich lade jetzt dies, ich lade jetzt das, also auch direkt an meinem Tag. Das kann ich aber nicht. Das schafft kein Depp. Kein Depp hat so ein fucking gutes Internet, einfach wie diese YouTuber. Ich kann es mir nicht leisten und ich hab's auch nicht. Wir haben eine 50k und wir zahlen es uns zu 5, wenn wir mal eine Familie sind und fertig ist, ey, ganz ehrlich. Weil die meisten haben einfach nur so eine 100 Millionen, tausender Leistung, wie so ein Kollege von mir, der hat dann einen 10er Ping vorhin gehabt. Wo ich mir dachte, Junge. Scheiß Ernst, was ein 10er Ping? Blödig, ne? Das ist immer diese Sichtweise. Siehst du dich wirklich als fetter YouTuber ohne Familie? Oder siehst du dich wirklich als Familienmensch? Siehst du dich wirklich als. Siehst du dich wirklich als hättest du. Hast du Mutter? Hast du Vater? Kannst du noch YouTube mit reinbringen? Hast du Schule? Hast du Ferien? Hast du dies? Was kannst du machen? Was kannst du denen? Was kannst du das? Was kannst du das? Ich habe eigentlich jetzt nur dieses PES 2018 FC Barcelona gegen London FC mal aufgenommen, wo es echt scheiße in der Familie gelaufen ist bei mir. Und ich dann einfach nur dachte, komm, da hast du noch Musik dahinter. Schneidest du zusammen, speicherst es und lädst es heute Nacht über Nacht hoch. Und habe ich auch gemacht. Gut, aber es war scheiße. Und da hatte ich aber noch Ferien. Und zwar diese eine verdammte Woche, wo ich noch Ferien hatte. Und jetzt habe ich halt immer noch Ferien. Gut, ist in die Winterferien gut. Aber dafür schaue ich, wann kann ich denn? Was ist denn mit meiner Familie los? Wie ist dies? Wie ist das? Aber wenn ich sage, passt, 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 dann versuche ich ein Video zu machen, weil ich schon das gemacht habe, schon länger. Dann lade ich es eben hoch. Und wenn ich Schule habe und ich schaffe noch bis 21 Uhr zu produzieren, von 17 bis 21 Uhr oder. Jetzt nicht mehr, sondern von 17 bis 19:30 Uhr. Das ist schon noch Essen abgezogen mit 30 oder 20 Minuten, je nachdem, wie viel es zum Essen gibt. Das sind dann quasi von 17 bis 18:30 Uhr wiederum, weil ich in dieser halben oder anderthalb Stunden ein Video schaffe zu drehen. Am Handy oder egal wo, dann danach auch, nach 21 Uhr, wenn ich im Bett bin oder Handy zocke. Und ich dann auch ein Video schaffe, ein Gameplay zum Beispiel, hier wie das da unten, wo meine Maus gerade ist. Von da aus dann denke ich mir, gut, schneide ich jetzt zusammen. Lade ich heute Nacht hoch und dann gehe ich pennen. Und deshalb, wenn es hochlädt, gehe ich schlafen und am nächsten Tag denke ich mir, geil, das Video ist oben und ich habe auch schon ein paar Kommentare. Das schaffe ich jetzt auch nicht, halt jeden Tag oder sowas, aber ich schaue halt, wann ich es schaffe und das ist halt dieses Ding, wo den meisten fehlen. Es ist dieses Ding, wo man sagt, Alter, lad mein Video hoch, ich habe gerade Bock zu. Nein, einfach, ich lade einfach nur ein Video hoch. Halt, ich will jetzt keine Menschen sagen, dass die jetzt das sagen oder sowas, aber ich möchte einfach nur betonen damit, dass ich einfach nur Videos hochlade, wenn alles in Ordnung ist. Weil ich jetzt immer sage, Häkchen, 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 und ich sage XXXXX, das ist ja das. Und ich möchte nur sagen, chillt mal euer Live einfach ein bisschen aus und schaut einfach mal, wann es wieder Videos gibt. Stellt einfach die Glocke ein, dass ihr wisst, aha. Da ist und da ist das Video hochgeladen worden, oder da kommt das Video hochgeladen. Hey, cool, schau mal an, das wurde schon lange kein Video hochgeladen. Das ist immer das, wo ich mir denke: Hey, weil ich habe zu YouTuber mal abonniert, der hat jeden Tag mit mir noch gesagt, so, ey, du kannst nicht einmal was anderes machen, aus dieses Scheiß-Video da. Du siehst in dieser fucking Benachrichtigung, weil ich nur diese Scheiß-Glocke aktiviert habe.
Und wie gesagt, ich lade einfach ein Video hoch und überall ein X ist. Ich kenne das und kein X. Also, tippt mal zu Herzen und schaut mal, wie ihr das jetzt so gecheckt und sowas habt. Ne? Also, bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein, noch wunderschönes neues Jahr für euch. Und ja, wie gesagt, tippt mal zu Herzen und frohes neues Jahr und guten Rutsch und bis zum nächsten Video. Ciao.